Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hausbilder. Ja, ganz genau, wir sind jetzt hier auf der Suche nach unserem nächsten Projekt. Also wir haben die Wahl zwischen einem kanadischen Haus, ein typisch europäisches Haus und ein Fachwerkhaus. Nicht Präsentation. Ah, ich kann mir vorstellen, dass das Fachwerkhaus eventuell noch nicht verfügbar ist, da dieses Spiel sich ja noch in der Early Access befindet. Ja, vielleicht sind das dann einfach nur die grünen Punkte. Das heißt, wir haben noch zwei Häusles vor uns. Wir machen jetzt einfach mal das kanadische Haus und heben uns das schöne, durchschnittliche, europäische... Nee, da ist es. Warte, da ist es. Das schöne, durchschnittliche, europäische Haus. Ja, fürs nächste Mal auf, ne? So, dann. Ja, ich kann das ausgeben, das ist kein Problem. Ja, okay. Ach, cool. Wenn da dieses Feld weg wäre, wenn dieses Fenster hier weg wäre von den Jobdetails, dann könnten wir sehen, wie das aufgeteilt ist. Also den, warte mal, so. Ah, können wir leider nicht sehen. Den, na, wie heißt das denn noch gleich? Ne? Die Aufteilung. Wir können die Aufteilung sehen. Finde ich auch ganz gut. So. Er lädt ein wenig. Ein wenig ist gut. Er lädt ganz lange. Hallo Spiel, bist du noch da? Ich bin noch da. Und du? Ich glaube, das Spiel möchte uns ärgern. Ich habe irgendwas angeklickt, von dem ich nicht wusste, dass es da ist. Oh. Oh, es passiert etwas. Siehste. So, schon gewusst. Holzskelettbau ist eine sehr beliebte Bauweise weltweit. Es kann sowohl billig als auch sehr teuer werden. Alles hängt von der Kreativität des Erbauers ab. Natürlich sind diese Konstruktionen nicht so dauerhaft und langlebig, aber man kann ziemlich schnell ein neues Haus bauen. Bevor man jedoch ein neues Haus baut, muss man erst einmal das alte abreißen. Viel Glück und hab Spaß. Ach so, wir müssen tatsächlich jetzt abreißen. Wirf den Müll in den Container. Das erinnert mich jetzt an Haus Flipper. Oder... Go ahead. Hä? Hier lag doch noch einer. Habe ich den weggeschmissen? Ich schmeiße hier alles weg. Aber ich hebe das mal auf, bevor ich das... Prüfen, was das ist. Silberne Vase, okay. Schubkarre benutzen. Ah, okay. Was damit? Nee, das... Ja. Und dann kann ich das vielleicht auch hier reinschmeißen? Oh, tatsächlich. Das muss auch in den Container. Das weiß ich doch nicht, dass es da auch rein muss. Sah ganz kurz aus wie Heuballen, aber ich weiß, dass das die... Isolierbunk. So, was ist das? Die Bronzevase, alles klar. Das muss bestimmt auch in den Müll. Zuck. Was ist damit? Oh, der alte Briefkasten. Wir wollen keine Rechnung bekommen. Na, so, wie ist der wohl? Kann ich eigentlich alles hier rein? Alles hier reinschmeißen? Okay. So, wir nehmen das alles mal auf, bevor ich das hier... Ach, Quatsch, wir können nur begrenzt Werkzeuge aufnehmen. Alles klar? Na, dann müssen wir nachher mal gucken, was wir am ehesten brauchen. So, das Schild hier kann auch in den Müll. Ja. Da kam mir der Vogel entgegen.
So, oh, oh, oh. Muss ich vielleicht auch? Rein? Ist da auch noch mehr Müll? Das sieht auf jeden Fall sehr nach Hausflippermüll aus. Die alte Mülltonne. Und weg damit. Braucht kein Mensch. Hier so ein Blumenkübel. Und weg damit. Diese Geräusche dabei finde ich super, ne? So, und dann gucken wir mal. Hier. Ah, nee, die brauchen wir noch. Sah so alt aus. Der Tisch? Nee. Das. Der? Muss der Eimer. Hä? Wo ist der Eimer hin? Ja, okay. Nein, der Eimer muss nicht weg. Okay, den Eimer brauchen wir noch. Oder später. Die neue Mülltonne. Nein, die muss auch nicht weg. Was muss denn noch weg? Der Baustrahler muss garantiert auch nicht weg. Was ist liegt denn da hinten? Oh, die goldene Vase. Alles klar. Also das nächste Haus können wir uns auch definitiv leisten. Ohne, dass wir irgendwas verkauft haben. So, gehen wir hier auf das Gerüst. Was muss denn... Ach, da. Gut getarnt und gut versteckt. Prima, das Grundstück ist sauber. Naja, sauber würde ich das jetzt nicht nennen, aber okay. Echt jetzt. Wir müssen Rasen mähen. Oh ja, das war doch schon immer mein Traum. Sollten wir das nicht erst machen? Ach so, da. Okay. Ich wollte gerade sagen, sollten wir das nicht erst machen, wenn wir das Haus fertig haben? Ist das nicht viel wichtiger, erstmal das Haus zu bauen, als den Rasen zu mähen? Naja. Gut. Aber mir ist das ja egal, wie das hier aussieht, während ich baue. Aber anscheinend ist es dem Spiel nicht egal, wie das hier aussieht, während wir bauen. So, ich wollte gerade sagen. Ja. Das ist ein ganz normales Verhalten von einem Rasenmäher. Jeder Rasenmäher verhält sich so, das weiß man doch. So. Rasenmähen, ich glaub's nicht. Ich dachte, wir machen ein kanadisches Haus und kein deutsches, also kein europäisches. So, zack, 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 zack. Dann müssten wir aber auch rein theoretisch gleich neuen Rasen ansehen, ne? Also. Ich sollte das vielleicht nicht zu laut sagen, sonst kommt das Spiel noch auf schlechte Gedanken. Also auf. Sollte das Spiel nicht auf verkehrte Gedanken bringen, dass wir gleich tatsächlich noch den Rasen ansehen müssen. Ja, wie gesagt, das finde ich etwas, was nicht unbedingt nötig ist, dass der Rasen hier perfekt aussieht. So, einmal das haben wir. Keine Terrasse. So, wir sind gleich fertig. Den nehmen wir auch gleich mit. So. Der Rasen ist gemäht, gute Arbeit. So, Haus abreißen. Ja, jetzt kommen wir zu dem. Wer bist du? Aha, okay. Wer ist das? Jetzt ist er weg. Waren wir das? Also das ist äußerst merkwürdig gewesen. So, also. Jetzt geht's doch hier rund. Kann ich hier... Ah, so. Oh,
Oh, was ist passiert hier? Okay. Wie habe ich diese Schaufel dorthin gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Wenn das mal immer so einfach wäre. Ganz genau. Und dort schwebt einfach noch irgendwas in der Luft. Ja, ich habe da ein Problem. Ich lasse das jetzt so, okay? Das sieht keiner. Dumm. So, mit was kann ich das denn noch machen? Mit dem Vorschlaghammer, glaube ich, ne? Nehmen wir mal zwei, rüsten wir das aus. So. Gut. Kann ich hier irgendwie... Ist hier eine Treppe? Wo ich kann hier nicht mal durch. Sind meine Schultern zu breit? So. Ah, die Treppe ist aber auch nicht mehr drin. Muss erst die Türen verbreitern, damit wir hier auch durchpassen. Gar nicht gefährlich, hier so abzureißen, aber naja. Ich glaube aber auch nicht, dass das... Oh, guck mal, was ist, haben wir denn hier? Ja, mit dem Abreißen hat das... ist das Spiel ein bisschen überfordert, ne? Ja. Da komme ich nicht ran. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht wir brauchen den doch irgendwie. Das ist völliges normales Verhalten. Ja. Ich glaube, ich werde kein Freund von diesem Bagger. Eskaliert wieder ein bisschen. Die Sache ist, es macht aber mehr Spaß mit dem Gefährt, hier alles abzureißen. Ich mache die Schaufel nicht so weit runter. Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. So. Nein. So. Und nochmal. Einmal kurz. Nochmal den Boden entfernen. Ja, Fenster bleiben auch immer da schweben. Das ist okay. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wie so der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen, ne? Oh. So. Ich hoffe, das von oben fällt mit runter. Ich kann es gerade nicht sehen. So, wir brauchen einmal hier. Schön, dass er sich auch immer von alleine wieder aufstellt. Finde ich gut.
Ja, okay, alles klar. Es leckt bei mir genauso sehr, also... Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ach, die Schaufel ist schon wieder dahin. Ich habe aus Versehen das ganze Haus abgerissen. Ich habe aus Versehen das ganze Haus abgerissen und buddel mich jetzt dort ein. Nee, also nein. Oh mein Gott, warum leckt das so? Die Baugrube auszuheben, gehe zur Schaufel und drücke E. Ach, wir heben damit aus Versehen die Baugrube aus. Okay. Ja, gut. So. Dann haben wir jetzt hier die Schaufel. Wir machen das aber alles mit der Hand. So. So, okay. Soll so, okay. So einfach geht das, ne? Das ist ganz detailgetreu. So einfach geht. Oh, was haben wir denn hier schon wieder? Nicht gut, dass man das so nebenbei findet. Eieiei. Wenn man dabei immer so viel, so große Schätze findet. Sieht aus wie Kartoffeln, die da rausfallen. Aber wer weiß, vielleicht hat auch jemand hier Kartoffeln unter dem Haus angesät. Hat das Wort Vorratskeller ein bisschen falsch interpretiert. Was ist da hinten mit? Achso, das muss auch noch weg. Okay. Hier fehlt irgendwie eine Minimap, was man noch zu tun hat, ne? Was ist das denn? Ein Teller. Plakette. Ein Teller ist eine Plakette. Und eine goldene Statuette. Die Baugrube ist nicht ausgehoben. Naja, gut. So, Fundament zu verstärken. Gehe zu den Verstärkungsblöcken und benutze E, um sie in die Ablage zu legen. Das meint er wahrscheinlich die hier, ne? Um sie in die Ablage zu legen. Platziere die Verstärkungsblöcke an den richtigen Stellen in den Graben. Drücke 0, um den Shop zu betreten und weitere Materialien zu kaufen. So. Das sind nicht die Verstärkungsblöcke. Kannst du nicht rum versuchen, es von Hand zu... Nee, das ist nicht so mein... Das ist jetzt nicht so mein Plan. So. Hä? Wie? Aber das ist auch nicht das... Oder meint er die Metallstreben? Er meint den Metallstreben. Alles klar. Verstärkungsblöcke. Wir haben einen neuen Skill. Ja, dann können wir gleich auswählen. So, warte mal. So, was ist das? Stahlbefestiger Experte. Mit diesen Fähigkeiten, oder mit dieser Fähigkeit kannst du kontinuierlich Verstärkung verlegen. Halte einfach linke Maustaste gedrückt und so. Und... Sagt mir leider nicht. Da. Und die Verstärkungsblöcke werden wahrscheinlich automatisch nacheinander verlegt. So. So meine ich das. Genau das hatte ich gedacht. So, warte, so, so, so.
Wir brauchen noch mehr. 70 Stück haben wir jetzt auf Tasche. Bin gespannt, ob das ausreicht. So. Ja, das Fundament ist verstärkt. So, stelle die Betonmischung her und gießen sie in den... Ja, genau. Aussagekräftig. Ja. So, wir sollen auf jeden Fall einmal Beton reinschmeißen. Und noch einmal Beton reinschmeißen. Dann... warte mal. Hm? Sand. So. Wasser ist schon automatisch drin anscheinend. Reicht das? Da ist gar nichts drin. Ach, Schubkarre. Ah, alles klar. Schubkarre mussten wir tatsächlich richtig benutzen. So, wird das gemacht. Ganz genau so läuft das. So, und jetzt machen wir das wie? Ah. Ach so. So wird das gemacht. So einfach geht das. Ich weiß gar nicht, warum die sich immer alle beschweren, dass das so schwierig ist. Jetzt kommen, glaube ich, meine Blöcke, die ich eben schon... Echt jetzt? Nee, doch nicht. Doch. Echt jetzt? Die muss ich alle einzeln... Hier rüber, so. Nö. Ich wollte gerade sagen, neuen Skill. Wo ist der? Mit dieser Fähigkeit kannst du Ziegelsteine bauen, ohne sie von Hand zu verlegen. Ja. Alles, was du tun musst... ist, auf den Bauplan zu klicken, wenn du ein Ziegel in der Hand hast, wahrscheinlich. Achso, wenn du ein Ziegel in der Hand und im Inventar. Ne? Aber ich kann jetzt auf jeden Fall die Ziegel auch in mein Inventar legen. Das ist doch gut. So. So geht das Ganze doch ein bisschen schneller, wenn wir das aus unserer Tasche holen. So, einen neuen Skillpunkt. So, gucken wir mal. Mit dieser Fähigkeit... Warte mal, ich klicke drauf und dann... Mit dieser Fähigkeit kannst du ein Ziegel nach dem anderen aufbauen. Halte einfach linke Maustaste gedrückt und die Ziegel werden automatisch nacheinander gebaut. So, da kann man hier nämlich auch wieder durchlaufen. Ich glaube, Ziegel müssen wir aber tatsächlich nachbestellen. Ne? Ich glaube nicht, dass die ausreichen. Weil da hinten sollen wir ja auch noch Ziegel setzen. So, wir machen erstmal hier die untere Schicht. Zack. Ja, ich glaube, Ziegel müssen wir tatsächlich nachordern. Auch nochmal. Reicht das überhaupt? Ja, ich glaube gerade so. Ja. Jetzt habe ich keine Ziegel mehr. Das ist doch gut. Aber ich sage erstmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Da machen wir das mal weiter. Und dann sage ich erstmal Tschüss.